Moin zusammen und herzlich willkommen im wahrscheinlich letzten Kapitel von Labyrinthen dieser Welt, Stone Age. So, wir sollten... Nee, warte, wir sollten hier erstmal Sand einsammeln. Okay, ich brauche erst ein Gefäß, natürlich. So, okay, damit haben wir schon... Das war, oh, guck mal, da war ja auch ein sehr hilfreicher Stein darunter. Wer hätte das gedacht? So, damit können wir schon mal ihn hier... dazu bewegen, genau. Okay, und dann ist die Karte unten und hier wird gewimmelt. Sehr gut. Eine Axt, ein Bogen, Kanu, Moikopf, Kette mit Kugel. Okay, eine Axt, ein Bogen, ein Kanu. Axt, Bogen, Kanu. Axt, Bogen, Kanu. Axt, hier kann ich was aufschneiden mit dem Messer. Jawohl, da ist der... Ne, ich sollte sie aufreihen. Was? Bitte was? Okay, da ist erstmal die Axt. Und irgendwas können wir hier mit noch machen. Die Fackel anzünden. Angezündet würde sie besser aussehen. Na ja, gut. Okay, schön. Haben wir. Bogen. Ah, wer hat denn hier einen Bogen am Start? Keiner hat einen Bogen am Start. Der muss hier irgendwo rumstehen. Da ist ein Bogen. Doch, du hast einen. Okay. Moje Kette mit Kugel und Blitz. Blitz habe ich eben schon gesehen. Da. Okay, Kette mit Kugel, Moikopf, da, Möweschädel und Schlange. So, so, und ein Schädel. Schädel, Schädel, Schädel. Was ist hier mit, da ist der Schädel und die Falle. Die Falle liegt hier. So, ich sollte sie aufreihen. Ah, tatsächlich, okay. Mhm, lecker. Cool. So, da ist die Krone. Herrlich. Karatas Krone. Jawohl. Okay, die kommt hier oben drauf. So, mal gucken, was passiert. Ein Dolch. Mhm. Okay, ein Dolch. Kann ich denn hier noch irgendwas machen? Da kann ich noch... Stein mit Stein war doch irgendwas, ne? Alles klar, damit bekomme ich das Rohr. Und hier ist das Blut. Oh, nein. Ob die das lustig finden, ihr eigenes Blut hier in dem See zu finden. Ich weiß ja nicht. Da sind noch die Beine. Die drei, die vier. Okay. Hm. Ja, hier sind wir durch. Okay. Puh. Okay, also irgendwas mit Blut. Na dann. Nein, geht nicht. So. Oh, mein eigenes Blut. Ja, bringt mir... Au. Au. Ich habe schlechte Neuigkeiten, du. Okay, so, wir sollen was machen. Was sollen wir machen? Verbinde alle Steine, drücke einen Stein und wähle einen Pfad aus. Okay. So, wie wäre es denn mit dem hier? Moment, müssen wir alle ablaufen? Das scheint der Plan zu sein, ne? Ich glaube, dass ich fürchte, es ist der Plan. Es geht nicht einfach nur darum, alle Steine miteinander zu verbinden, sondern es geht darum, alle Wege zu finden, ne? Nee, tut's nicht. Thank you. On behalf of the Maui and Kava Kava tribes, I declare you an honorary elder. Visit our world whenever you want. Aww. Congratulations, Seeker. You have completed your mission. As Supreme Seeker, I declare you Guardian of Peace on Earth. Now you can go home and protect your world. Oh, das mache ich doch gerne. Glückwunsch, du hast das Spiel abgeschlossen. Ja, cool. Ja, so, warte, können wir nochmal alle Achievements gucken? Sehr gut. So, Artefakte.
Mir haben sie alle, wenn sie mal schauen wollen. Ich habe das schon vorgelesen, deswegen ich klicke da jetzt nicht nochmal drauf rum. Kamelienobjekte haben wir auch alle gefunden. Haben wir auch schon gelesen. Hintergrundbilder, das brauchen wir nicht. Statuetten haben wir ebenfalls alle gefunden. Ausgezeichnet. Ja, hervorragend. Und das Gartenhaus ist auch voll. Ja, okay, alles gefunden. Wir haben auch keine Kohle mehr übrig, also alles Geld ausgegeben. So, warte mal, da gibt es doch bestimmt noch irgendwas, was ich euch zeigen wollte. Nicht das, nicht das, nicht das, nicht das. Wo ist es? Unter den Einstellungen vermutlich, ne? Ja, nämlich hier. Das möchte ich zeigen. Das finde ich wichtig, das zu zeigen. Das sind die Leute, die dieses Spiel ermöglicht haben, die das Spiel produziert haben, erdacht haben und so weiter. Und ja, danke euch allen. Nichtsdestotrotz, wie viel habe ich es denn gefunden? Nun, also wir haben bekommen, was wir wollten. Ne? Viele Minispiele, viele Wimmelbilder, einige Wimmelbilder. Von der Story her, okay, ich weiß nicht, wie ihr es empfunden habt. Ich für meinen Teil muss zugeben, ich fand, das war bis jetzt das Schwächste der Spiele aus dieser Reihe. Grund ist einfach, weil für meinen Geschmack, ne, das muss ja nicht euren Geschmack widerspiegeln, aber für meinen Geschmack waren da drin zu viele Spiele, die, also gerade die Minispiele, die eher darauf ausgerichtet waren, ja, eben viel Zeit in dem Spiel zu verbringen und nicht unbedingt, um die Story voranzutreiben. Ich erinnere mich da vor allen Dingen an dieses Rätsel, wo man halt Paare finden sollte oder wo man bestimmte Figuren finden sollte und die Steine dann, also so eine Art Memory, und diese Steine dann wild durcheinander gewechselt sind, um also, dass man überhaupt keine Chance hatte, sich das irgendwie zu merken. Man konnte sich halt eben nur tatsächlich von Figur zu Figur voranhangeln. So, also das ist so ein, mag ich nicht so gerne. Nee, finde ich nicht so toll. Ich fand es auch zwischendurch, ehrlich gesagt, so ein bisschen, ja, wir sind am Ende, also am Ende schloss sich dann der Kreis, am Ende sind wir wieder dahin gekommen, so wo wir eigentlich hin wollten, was eigentlich unsere Aufgabe war. Aber ich fand die Geschichte so ein bisschen zu nicht zusammenhängend. Also nicht zu Ursache-Wirkung, weißt du? Ja, aber nichtsdestotrotz, sieh dir den gesamten Anspruch. Ach, guck mal, da können wir uns auch nochmal angucken. Oh, warte. Ja, Moment, wo sind die Auszeichnungen nochmal? Warte. Auszeichnungen. So, was haben wir denn hier alles hingekriegt? Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, es ist ein schönes Spiel, es ist vor allen Dingen ein langes Spiel, oh meine Güte. Ja, schick. So, was haben wir denn alles nicht bekommen? Lass mal gucken, da ist doch bestimmt noch was übrig, da ist doch garantiert noch was übrig. Das haben wir alles. Hier, kluges Kind, das war klar. Schließe drei, echt? Ich habe mir Zeit gelassen. Okay. Ja gut, aber wir haben es genossen, ne? Und spiele das Spiel, das werden wir nicht machen. Das ist ein Wimmelbildspiel, das spiele ich immer im leichten Modus, weil das ist für mich einfach Entspannung. Gestattet dem Drachen den obersten Drager zu erfressen. Ja gut, da hatten wir A oder B, ne? So eine Pseudo-Entscheidung. Ne. Gewinne ohne zu... Ich habe das Schachspiel ohne zu überspringen geschafft. Wieso habe ich dieses Achievement denn nicht bekommen? Ihr wart doch dabei. Oder bedeutet, ohne zu überspringen, da irgendwas anderes Verrücktes? Das habe ich doch gemacht. Ich habe keinen Wimmel... doch, ein Spiel habe ich übersprungen. Doch, das stimmt. Ein Spiel habe ich übersprungen, einfach wegen... ist mir zu doof. Na gut. Ja, okay, gut. Ja, wenn ein Spiel das findet, dann wird es wohl richtig sein. Nun gut, also. Aber Leute, das war nun der Teil Labyrinthe der Welt. Ist die Geheimnis der Osterinsel. Einen haben wir noch. Einen gibt's noch. Ja, und dann gucken wir uns mal ein anderes Projekt an. Aber bis dahin erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Miträtseln und dabei sein. Und wir sehen uns, wenn ihr wollt, wenn ihr mögt, wenn ihr könnt, gerne im nächsten Spiel wieder. Macht es gut. Tschüss.